Ja, einen wenig gemächlicher Kuh, aber nicht langsam. Die Mel bringt schon kräftig in die Pedale. Und die Dominik Schmecher, die schiebt das Feld schön nach links rüber, wie sie es gehört, damit sie den kürzesten Weg hat. Aber da hat sie sich ein wenig verschoben, denn jetzt ist unten reingefahren. Maria Kottis, die fährt auf Position Nummer 1, hat jetzt die Innenbahn. Das ist die Fahrerin mit dem blauen Helm, die Fahrerin mit dem pinken Helm. Das ist die Dominik Schmecher, sie fährt jetzt auf Position Nummer 1. Und Mitstreiterin in diesem Finale, das ist die Startnummer 71 auf Position Nummer 3, das ist die Emily Krieger. So geht es in die letzte Kurve auf die letzte Gerade, schon einen erheblich großen Vorsprung an die Fahrerin in der Startnummer 876, Dominik Schmecher. Ja.